Ein Liederbuch mit grauenhaft antisemitischen Texten hat sie in den letzten Tagen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, die Burschenschafter. Mit der Regierungsbeteiligung der FPÖ sind so viele von ihnen ins Parlament gekommen wie noch nie. 18 Abgeordnete sind es, teils in hohen Ämtern. Die Frage ist, welchen Einfluss haben sie mit ihrer Gesinnung auf die Realpolitik? Erste Hinweise könnte da die Südtirol-Strategie der neuen Regierung bieten. 2009, ein Festkommers deutsch-nationaler Studentenverbindungen in Innsbruck. Das Thema? Die Landeseinheit und die Selbstbestimmung Südtirols. Nicht ganz 10 Jahre später wollen ÖVP und vor allem FPÖ Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft ermöglichen. Die FPÖ hat ein sehr spezielles Verhältnis zu Südtirol und versucht sich seit jeher dafür einzusetzen, dass Südtirol wieder ein Stückchen näher zu Österreich kommt. Was sicher auch damit zu tun hat, dass die deutschnationale Ideologie, die in dieser Partei doch dort und da vorhanden ist, sozusagen auch im Burschenschaftermilieu verankert ist, da gibt es sicher eine gewisse Schnittmenge. Yilmaz Gülüm ist ORF-Journalist. Für das Politmagazin Report hat er bereits im vergangenen November über Burschenschafter und ihr Selbstverständnis berichtet. Die Staaten, in denen die Leute leben, die gleiche Sprache sprechen, sind Verwaltungseinheiten. Die kann man akzeptieren, was wir tun. Wir sagen, Österreich ist der Staat, in dem wir leben, keine Frage. Aber es hindert mich nicht daran zu sagen, mein Kulturkreis ist größer, der endet nicht an der Staatsgrenze. Das heißt, würden Sie sagen, Sie sind Deutscher? Ja, natürlich, in dem Sinn bin ich das. Die Zahl der Burschenschafter im Parlament war noch nie so hoch, wie sie jetzt ist. Das liegt auch daran, dass Heinz-Christian Strache die FPÖ unter seiner Führung zu einer Art Burschenschafterpartei ausgebaut, umgebaut hat. In der Regierung und in den Kabinetten ist die Zahl der Burschenschafter jetzt entsprechend auch hoch. Heinz-Christian Strache, Vizekanzler. Vandalia Wien. Norbert Hofer, Infrastrukturminister. Marco Germania Pinkerfeld. Anneliese Kitzmüller, dritte Nationalratspräsidentin. Iduna Linz. Wie sich das konkret auswirkt, kann man eigentlich noch nicht sagen, weil die Regierung einerseits erst noch recht neu im Amt ist und andererseits, weil viele dieser Personen ja auch nicht an vorderster Front sind, sondern eher in der zweiten, in der dritten Reihe in den Kabinetten. Im Parlament sind 18 von 51 Nationalratsabgeordneten der FPÖ in deutschnationalen Verbindungen. In den FPÖ-Ministerien insgesamt 2 Generalsekretäre, 3 Kabinettschefs, 6 Kabinettsmitarbeiter. Von Nazi-Liedern, Rassismus oder Antisemitismus will keiner etwas gewusst haben. Yilmaz Gülüm hat für seine Reportage mit einem Aussteiger gesprochen, der ein anderes Bild zeichnet. Da werden ein bisschen Reden gehalten und Lieder gesungen und dann steht halt einer auf und beginnt dieses SS-Lied zu singen, wenn alle untreu werden. Und als ich gemerkt habe, was das für ein Lied ist, habe ich mir gedacht, jetzt beim Magenzahn, das ist so scheiße, jetzt bin ich da mittendrin. Hatten Sie da den Eindruck, dass Ihre Burschenschaft anders ist als andere, extremer ist als andere? Innerhalb des burschenschaftlichen Spektrums war die Burschenschaft, bei der ich dabei war, ein bisschen als liberal verschrien. Von Kufstein bis Saluren. Was die Burschenschafter 2009 in Innsbruck besingen, ist jetzt in der Realpolitik angekommen.